Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Klassenguide. Jetzt kommen wir erstmal zum Gameplay. Und zwar ist das ein 100 Plus auf der Map Hijacked im Modus Hardpoint. Ja, das Ganze geht 113 zu 7 aus. Also nicht der schönste 100 Plus, aber ich denke mal ein recht anschaubares Gameplay. Ja, das Ganze ist mit der MSMC erspielt. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken, um welche Waffe es heute geht. Ja, wir fangen mit den Submachine Guns an und auch gleich mit der MSMC, die übrigens meine Lieblingswaffe ist. Jetzt komme ich erstmal zu meinem Klassen-Setup. Dafür sollte ich eigentlich zwei Screenshots vorbereitet haben, die ich jetzt eigentlich auch geöffnet haben müsste. So. Jetzt kommen wir zu meinem Teamplay-Klasse erstmal. Das heißt, wenn ich jetzt in einem 6-Mann oder in einem etwas größeren Team spiele, spiele ich immer mit dieser Klasse. Ja, als Primärwaffe natürlich die MSMC. Dann als Aufsätze Magazinerweiterung und Vordergriff. Zu den Aufsätzen sage ich später noch mehr. In Extra 1 habe ich Hardliner und Flak Jacket. Hardliner einfach deswegen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, wenn man auf ein bisschen höhere Killstreak spielt. Dann Flak Jacket, ja, wenn ich in einem 6-Mann-Team spiele, dann zerlegen mir die Gegner eigentlich so, dass sie nicht meine Drohne zusammenbekommen. Deswegen brauche ich in der Klasse kein Ghost. Und da ich eigentlich hauptsächlich Hardpoint oder Stellung, wie auch immer ihr das nennen wollt, obwohl sich Stellung schon wirklich beschissen anhört, ja egal, und da in Hardpoint eigentlich überall Random Nades rumfliegen, lohnt sich der Flak Jacket auf jeden Fall. Dann extra 2, einmal Toughness und Scavenger. Ja, Toughness brauche ich auf jeden Fall, da ich einfach, weil man einfach mit dem nicht mehr so veraimt, wenn nicht irgendjemand anschießt. Dann Scavenger, ja, wenn man auf höhere Killstreaks geht, dann braucht man das einfach, da eigentlich keiner, glaube ich, wirklich Bock drauf hat, einen vom Swarm ohne Munition darzustellen. Dann extra 3 habe ich die Taktikmaske dabei. Das ist für mich ein absolutes Pflichtperk. Warum, könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken. Dann die Klasse, also meine Free for All Klasse. Hier ändert sich eigentlich recht wenig, außer dass ich hier statt der Magazinerweiterung die Fastmax dabei habe. Aber wie gesagt, zu den Aufsätzen komme ich später. Dann ist extra 1 habe ich wieder Hardliner und diesmal habe ich Ghost dabei. Da in Free for All eigentlich viele Leute auf UAV spielen und ich eigentlich wenig Bock drauf habe, durchgehend auf deren Radar zu sein. Extra 2 bleibt so, Toughness und Scavenger, und extra 3 bleibt auch so mit Taktikmaske. Jetzt komme ich zu meiner letzten Klasse und das ist meine Alleinspielklasse sozusagen. Die nehme ich her, wenn ich alleine Hardpoint spiele oder sonst was. Da habe ich wieder die gleichen Aufsätze dabei, also Magazinerweiterung und Vordergriff. Extra 1 lasse ich dann das zweite extra weg. Das heißt, ich habe nur Hardliner dabei. Dann wieder Toughness, Scavenger und Taktikmaske. Dadurch habe ich jetzt 2 weitere Punkte frei. Die habe ich jetzt in die B23 als Sekundär und das C4 als Primärgranate gepackt. Ja, jetzt komme ich zu meinen Aufsätzen. Ja, Magazinerweiterung einfach deswegen, da die MSMC, die SMG mit dem kleinsten Mag ist. Man kann deswegen auch die Fastmax hernehmen, aber wenn jetzt einfach mal zwei oder mehrere Gegner vor einem stehen, hat man mit Magazinerweiterung auf jeden Fall die besseren Chancen. Und ja, deswegen habe ich auch die Fastmax nur in Free-for-All dabei, da in Free-for-All es eigentlich ziemlich selten dazu kommt, dass mehrere Gegner vor einem stehen. Ja, wie ihr es bestimmt schon gesehen habt, immer wenn ich einen Loadster in dem Gameplay habe, dann füge ich einen kleinen Screenshot von der Klasse ein. Da kam jetzt als erstes meine Teamplay-Klasse, dann meine Free-for-All-Klasse und dann meine Alleine-Spielklasse. Ihr könnt ja dann einfach das Video kurz stoppen und euch die Klasse nachbauen, wenn ihr Interesse habt. Dann, ja, soweit zu meinem Klassen-Setup. Jetzt habe ich noch ein paar Daten über die MSMC rausgesucht. Und zwar, die MSMC killt mit 3 bis 6 Schuss, das heißt 3 Schuss auf kleine Range, also bis zu 12 Meter. 4 Schuss auf mittlere Range, also bis zu 25 Meter, und dann alles, was über 25 Meter weit weg ist, killt ihr nur noch mit 6 Schuss. Ja, wie gesagt, MSMC ist die SMG mit dem kleinsten Mag und mit der höchsten Range. Ja, was ich persönlich immer noch wichtig finde, man braucht bei der MSMC eigentlich ein recht gutes Aim, da die einfach die Kugel nicht so rauspumpt wie die Scorpion. Dann nehmen wir jetzt mal als Beispiel die FAL oder Fall oder Fall oder wie auch immer man sie nennen mag. Wenn man mit der 3 Schuss oder mehr vorbeisetzt, ist man nicht so gut wie tot. Ja, ganz so extrem ist es bei der MSMC nicht, aber ja, man braucht eigentlich ein recht gutes Aim bei dieser, oder es ist die SMG, wo man das beste Aim braucht. Ja, jetzt zum Schluss will ich noch sagen,
Es muss nicht heißen, dass jeder von euch mit dieser Klasse gut spielen kann. Und es muss auch nicht heißen, dass das jetzt die beste MSMC-Klasse ist. Ja, es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey, was laberst du für eine Scheiße? MSMC mit Target Finder und Laser ist beste. Und mit irgendwelchen anderen Aufsätzen kann man die Waffe eigentlich gar nicht spielen. Ja, es kommt natürlich auch immer auf den Modus drauf an, oder ob man jetzt im Team spielt, oder auf welche Scorestreaks man geht. Aber ich denke, ich habe euch jetzt mal drei recht gute Klassen vorgestellt, die man eigentlich recht gut in jeder Situation einsetzen kann. Und ja, das war eigentlich jetzt mein erstes Klassenguide. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps geben, auch ein paar Tipps, die ihr noch nicht wusstet. Und ja, das nächste Mal kommt die Vector dran, denke ich mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren. Wenn nicht, dann einfach nicht nur disliken, sondern gebt mir ein bisschen Feedback, damit ich weiß, was ich falsch gemacht habe und was ich noch verbessern kann. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und damit Servus, bis zum nächsten Mal.